Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part Digimon World für die PS3, für die PS1. Wir sind im Kulon-Bergwerk stehen geblieben und wollen mal schauen, was es hier so für frische Sachen gibt. Ein Agumon. Geh nicht weiter, das ist ein gefährliches Verlies. Der Boss da ist viel stärker als alle anderen. Alles klar. Das ruft ja nur. So, noch uns Eisverlies. Dies ist das Eisverlies. Es ist eine Tatsache. Aber wenn du weitergehen willst, ich halte dich nicht auf. Was ist er hier? Keine Ahnung. Das ist ein gefährliches Verlies mit vielen Fallen. Eis, Feuer und Dunkel. Ja. Das hört sich krass an. So ein bisschen wie, okay, da geht's runter. Natürlich sind wir im ersten Kampf gleich mies am Arsch. Oh, Numemon, ey. Gut, den Kampf skippen wir, aber wir sehen uns dann gleich wieder. Ich guck mal, ne? Und da sind wir auch schon bei der Eishexe. Es gibt eine ganze Menge Teleporter hier. Die meisten führen wieder zurück. Aber falls ihr da rausfinden wollt, was da sonst noch passiert, könnt ihr das selbst gerne ausprobieren. Viel Spaß. So, Moment bitte. Jemand wie du darf hier nicht durch. Gib auf und geh nach Hause. Machst du Witze? Nope. Bist du spitze? Jupp. Ich bin die Königin des Eisverlieses. Hüte deine Zunge. Junge, das ist unverzeihlich, dafür wirst du bestraft. Das wollen wir mal sehen. Ich glaube nämlich nicht. Frigimon, Junge. Was will der überhaupt? Na, das macht er bestimmt. Guten Schaden, bitte die Hälfte. Na, das sieht doch gut aus. Also so stark scheinen die ja mal nicht zu sein. Gut, 500 Schaden ist nicht gerade wenig. Aber trotzdem. Würde es mich nicht daran hindern, Frigimon jetzt zu besiegen. Genau. Ich habe nur auf den dritten Treffer gewartet. Sonst wäre es wahrscheinlich knapp geworden. Denn man weiß ja nie. Mega Seramon. Greift an. Irgend so eine HP-Wert. Wie kann man nur so schlecht sein? Die Eishexe hat ja mal gar nichts drauf. Ah, die Hälfte? Oho. Und gleicher Art, da reicht bestimmt so einer auch aus. Ja, doch bestimmt. Das muss reichen. Und das reicht auch. Und das ist auch das Schöne daran. Was hat er denn? Mammuthmon. Eisschauer. So viel wie Eisdusche? Wenn mich meine Englischkenntnisse nicht trügen. 200 ist jetzt natürlich nicht so viel, muss ich sagen. Mechanical Bash. Wenn es wieder die Hälfte ist, ist alles in Ordnung. Dann war der Kampf aber... Oh, dann war der mal richtig einfach. Wie einfach war der Knüll? Richtig einfach. Und warum? Weil sie schlecht ist. Keine MP mehr. Ja gut. Hab ich gesagt, dass der Kampf richtig einfach wird? Gut. Das habe ich aber. Da konnte ich das ja noch nicht ahnen. Nehmen wir mal. Obwohl Renamon mit... Oh, ich weiß nicht wen. Ach nee, Skullgremon hat hier die meiste Arbeit geleistet. Und dann wird es auch den Rest sicherlich schaffen. Nächste Runde. Zumindest Eisschauer macht ja jetzt nicht so viel Schaden, ehrlich gesagt. Und wenn das nicht sowas ist wie Eiseskälte, dann wird das auch nicht reichen. Und das reicht natürlich nicht aus. Kodemon, zwei Treffer sollten genügen. Ja, da ist das Ding durch. Ist die Eishexe platt gemacht.
Man muss aber auch sagen, das waren jetzt nicht sonderlich starke Monster. Also das hat jetzt nicht großartig, das reicht nicht mal für ein Level, nicht mal großartig was mit meiner Trainingseinheit zu tun. Ich habe verloren, du bist ziemlich gut. Laut Regeln darfst du jetzt weitergehen. Was macht sie? Achso, nischt. Ich bete für deinen Erfolg. Krieg ich nischt von dir? Ja, ich wollte eigentlich nur mit ihr reden. Alles klar. Oh, der ist heftig. Den Kampf kann man ja ruhig mal zeigen. Denn Weikmon, wenn ich das richtig übersetze, hat einen gigantischen Angriff. Deutlich höher als diese Eishexe. Also 800 ist schon eine Hausnummer. Ach ja. Oh, ich muss aber tun. Na gut, das können wir skippen. Und da sind wir auch schon an dem Feuerverlies. Flammenverlies, Feuerverlies, irgendwie sowas. Keine Ahnung, wer hier wen verließ. Klasse Gag. Hab dann gemerkt. Klasse. So, nehme ich erstmal. Nehme ich erstmal das Multiwappen weg. Ich habe hier nur eins. Und gönn das mal meinem Wemon. Könnte ja noch von Nutzen sein. Wir kämpfen mit Garurumon? Nee. Garurumon ist... Ist der 99 oder nicht? Ach, Quatsch. Mann! Na gut, dann können wir das ruhig machen. Ja, das ist Level 1. Ja, dann machen wir Garurumon noch ein wenig. Muss ja nur bis Level 99 gelevelt werden. Geht ja ruckzuck. Geht ja super schnell. Ja, was ist jetzt hier? Was, Alter? Wie viel macht das? Wow. Okay. Ich überskippe mal das Feuerverlies. Und wir sehen uns bei dem Feuermagier wieder. Feuer, bei der Feuerhexe. Keine Ahnung, wie auch immer die das ja genannt haben. Also bis gleich. So, Sekündchen. Ein gutes Timing. Mir war langweilig. Der Feuerritter. Langweilig, keine Zeit für sowas. Also, eine ganze Menge Tränke sind draufgegangen. Das ist echt scheiße. 24 Superladung. Oh, Meramon. Oh. Mal sehen, vielleicht ist das... Oh ne, drei werden wohl nicht reichen. Selbst wenn wir jetzt dreimal treffen, wäre das nicht genug. Außer wir kriegen den Counter und der Counter muss natürlich auch treffen. Natürlich trifft er nicht. Wir kennen das ja. Wer kennt es nicht? Mechanical Bash. Ach ja, übrigens, ihr habt es sicherlich sowieso schon gesehen, da man immer die Videolänge sieht, wird dieser Part nicht sonderlich lang. Sag ich zu diesem Punkt jetzt, ich kann mich natürlich auch hin, weil ich im nächsten Part, beziehungsweise weil der nächste Part ein bisschen besonderer wird, da geht es nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, zurück in die reale Welt und das... Möchte ich in einem extra Part machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke. Und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Geht nur so. Ich habe auch so meine Zeiten, die ich einhalten muss. Auch macht keinen Sinn, aber ja, wow. Das war ein Crit. Aber es reicht. Blue Meramon. Nett. Und was macht er? Schon ein bisschen mehr den Counter. Jawohl. Der hat... Obwohl... Blue Meramon kenne ich aus der Folge gar nicht. Aus der Serie.
aber er scheint auf jeden Fall oft die ersten Angriffe abzuwehren. Na, mal schauen. Sollte aber dennoch kein Problem werden. Ja, probieren wir's. Muss reichen. 2. Ja, das reicht. Das reicht aus. Und da geht auch der Feuerritter dahin. Bam, babalabam. Magical Cannon. Das ist eine magische Druckerfirma. Ich wollte den Witz erstmal ein bisschen ziehen lassen. Witze sind nämlich wie guter Tee. Man muss sie einfach mal ziehen lassen. Ich überlege, warum ich gerade so leise war. Ich habe gerade noch ein paar Lines überlegt, die man alles ziehen lassen kann. Falls ihr eine habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Wow. Okay, wir müssen auf die Roten. So. Okay, wie kommen wir da hin? Nice! Dunkler Ritter. Gab es nicht eine Yu-Gi-Oh! Karte, die so war? In der Zeit hat es ja echt Mumm. Dies ist das dunkle Feld, ist das stärkste des Asuka-Servers. Ach komm, ich bin der beste Tamer Knüll. Richtig, denn wir wollen der Allerbeste sein. Ja, Quatsch nicht vor. Jedes Mal quatschen die und da kommt dann nichts bei denen rum. Gar nichts. Oh, den kenne ich. Skull Satamon, nett. Mechanical Bash, wir bleiben dabei, denn unser Angriff ist deutlich höher als unser, ich nenne es jetzt mal Spezialangriff. Das heißt hier aber anders. Also es heißt nicht anders. Also anders, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine. Counter. Also ich habe das Gefühl, ja, der ist down. Bin mal gespannt, was da jetzt als nächstes kommt. Es ist Devidramon. Der gute alte Vidramon. Hahaha. Dark Elemental macht uns, denke ich, relativ wenig. Naja, doch, es geht. Kein schlechter Schaden da. Muss man an der Stelle wirklich einfach mal sagen. Bam. Oh, komm schon. 2x3 Treffer wären viel, viel besser. Dann wäre ich auf der sicheren Seite. So weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das reicht. Natürlich greift er gleich zweimal an. Es ist jetzt nicht so, dass uns das in eine unglaublich schwere Position bringt, aber ich sag's ja nur. Peng, peng, peng. Hoffentlich reicht das. Ja, knapp, aber es reicht. Und dann haben wir Weilmon. Weilmon halt. Weil wegen Mon. Selbst wenn er jetzt noch zweimal dran ist, dürfte es uns ohne Crit nicht two-hitten. Okay, ein Treffer. Grandios. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Können die auch noch was anderes? Ist das die einzige Finsternis-Attacke, die es gibt, oder was? Komm, das darf jetzt aber nicht töten. Oh, knapp. Nee, keine DNA-Digitation, denn wir haben kein Vorgwämon in der Gruppe. Warum nicht? Aus Gründen. Das sind einfach mal die... Huch, das war mein Mikro. Das sind einfach mal die Gründe, die es sind. Versteht ihr?
Ich auch nicht. Ah, oh, nun komm. Lass diesen Kampf endlich vorbei sein. Ich will nämlich in der realen Welt vorbeischneien. Kleiner Freestyle-Rap. Naja, Rap war das eher weniger. Aber es war Freestyle. Oh, greift ihr jetzt nochmal zweimal an, dürfen wir jetzt auch nochmal. Also ich gehe jetzt aus Zeitgründen volles Risiko. Das würde ich unter normalen Umständen niemals gehen. Ich würde eigentlich jetzt nochmal heilen, aber ich denke mal einer von dreien. Ja. Gut. Ja, gleich drei. Hätte ja in der ersten Runde nicht irgendwie gehen können oder so. Super. Und ein Level up. Ein Löffel aufheben. So oder so ähnlich. Du kannst die unglaublichsten Bewegungen. Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich nur ein paar Mal diese gleiche Attacke eingesetzt. Geh jetzt, aus dir wird nur etwas. Hoffentlich kein Oinkmon. Da wir jetzt nicht offscreen sind, benutze ich die Superladungen. Normalerweise würde ich Powerladungen benutzen, aber damit das hier auch ein bisschen vorangeht. Wie Anführer. So, Kammer. Ja, das sagt eigentlich alles. Ein Wemon. Das ist das Notfallzimmer. Das Tor oben rechts führt in die echte Welt. Das Tor links zum Eisverlies. Du musst das okay vom Admin Center haben. Und die vier Liederabzeichen, um in die echte Welt zu kommen. Das ist doch wohl gar kein Problem. Und jetzt weiß ich schon wieder, wie viel Superladung ich eigentlich weggeschmissen habe. So, Zugriff. Aber sicher ist sicher und das Geld haben wir ja. Beziehungsweise die Bit. So, warum jetzt eigentlich nicht noch den Part hier weiterführen und in die echte Welt gehen? Folgendermaßen, wir haben nämlich nur ein begrenztes Zeitfenster in der realen Welt. So viel möchte ich euch schon mal spoilern. Und es sind, glaube ich, 3 Minuten. Es gibt aber einiges, was man in der Zeit finden kann. Und da sollte man möglichst richtig laufen, um auch möglichst alles zu bekommen. Ich werde mir nämlich jetzt in der Zwischenzeit das ein oder andere durchlesen und schauen, ob wir oder ob ich, damit ich euch denn besser zeigen kann, spannend, ich euch besser zeigen kann, wie man alles bekommt oder möglichst viel. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle den Part beenden. Ihr wisst, was im nächsten Part passiert. Das wird auf jeden Fall aufregend, das sage ich euch. Ich bin selbst aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, wie es ist, in der realen Welt zu sein. Ich war da noch nie. Ich sitze hier nämlich auch gerade in der Matrix. Aber egal. So. Also die 3 Elementtypen gemacht. Das habe ich gut gemacht. Eigenlob muss auch mal sein. Wenn ihr es nicht macht, dann mache ich es allein. Gut. So. Genug geschnackt. Vor allem genug Quatsch geschnackt. Jetzt wird der Part gemacht. Nee, wird er nicht. Egal. Ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, Respekt. Wenn ihr vor 20 Sekunden schon lieber abgeschaltet hättet, ich hätte euch verstanden. Aber, naja, dann bringen wir es hier zu Ende. Ich beende diesen Part. Bis dahin. Und tschüss, Kinnerts.